Einen ganz herzlichen Dank, dass ich Ihnen zum am Ende, Sie haben so viel gehört über die Zukunft an diesem Tag und über Vertrauen. Und wir haben ganz viel geredet darüber, ob man vertrauen kann und was man tun muss, damit man vertrauen kann und so weiter. Ich möchte Ihnen noch einen Gedanken mitgeben. Und dieser Gedanke heißt, dass Vertrauen, dass Ihr Vertrauen sich verändern wird in der Zukunft. Und lassen Sie mich das kurz erklären und was wir damit machen und warum das wichtig ist für das Wachstum Ihres Unternehmens, für die Zukunftsmodelle, für die Zukunftsstrategien Ihres Unternehmens. Sie haben das gehört, ich bin Zukunftsforscher und bei dem Wort Zukunftsforscher denken die meisten von Ihnen an Kristallkugel oder Knight Rider. Ich habe nichts mit Kristallkugeln zu tun. In meinem Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also das kann man studieren, kann man den PhD ablegen und dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, zu uns zu kommen, weil wir sind das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut. Und wie geht das? Also wie geht man wissenschaftlich? Wie kann man die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre oder 7 Jahre prognostizieren? Wie geht das? Es geht auf eine Art und Weise. Sie müssen mit den Menschen reden, die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft bestimmen oder mehr über Zukunft bestimmen als andere Menschen. Und das sind typischerweise, wenn wir über Technologien reden, sind das so die Technologiechefs, die Strategiechefs, die Innovationschefs und Chefinnen selbstverständlich der großen trendtreibenden Unternehmen der Welt. Sie sehen da oben 1500, mit denen wir immer reden, mit denen wir Interviews machen, Projekte machen, Kongresse machen, die wir fragen, was tut ihr, warum tut ihr das, wo steckt ihr euer großes Geld hinein, was kommt da in den nächsten 5 bis 10 Jahren heraus und was hat das für Auswirkungen auf die anderen? Auf die Branche, auf die Geschäftsmodelle und so weiter. Ja, Sie sehen da den Chief Medical Officer von Microsoft. Also falls jemand von Ihnen Gesundheitsbranche, bitte, ich sage immer, wenn wir über 2030 und unsere Gesundheit reden, bitte nicht mit dem Hausarzt. Sie können mit Ihrem Hausarzt reden über alles, aber nicht über das Jahr 2030. Eric, einer der Väter von künstlicher Intelligenz, der Director der IBM Watson Group. Ganz links Yun Wang, Vorstandsvorsitzender lange Jahre des größten Genetikinstitutes der Welt. Rechts runter Eve, das ist die Ethikchefin von Google. Also ich lese Ihnen jetzt nicht alle Namen vor. Ich möchte nur, dass wir wissen, dass von dem, was ich gleich erzähle, nichts, aber auch gar nichts in diesem Kopf entstanden ist. Ich bin weder besonders kreativ, noch innovativ oder gar nicht utopistisch oder Science Fiction. Nein, ich analysiere nur, was die tun und meine Mitarbeiter, also was die tun, deren heutige Entscheidungen große Auswirkungen haben. Und dann kommt es zu den KMUs. Weil dann gehen wir hin, wir Zukunftsforscher, und sagen, oder eigentlich ist es andersrum, die kommen zu uns und sagen, wie wird denn meine Branche in 10 Jahren aussehen? Kann ich heute schon wissen, wie das in 10 Jahren aussieht? Weil dann kann ich heute festlegen, was ist meine Idealpositionierung in 5 Jahren und dann kann ich heute den Weg dahin. Dann habe ich eine Zukunftsstrategie, eine Wachstumsstrategie. Das Beispiel, was Sie da hinten sehen, das ist ein Wursthersteller in Deutschland. Die haben gehört, es gibt vegane Wurst. Ganz Deutschland schreibt über vegane Wurst. Und die kam zu uns und sagt, Mensch, was mache ich jetzt? Also wir sind Schlachter, wir können richtig gut schlachten, die Nummer 2 im deutschen Markt. Was machen wir in der Zukunft? Und dann macht der Zukunftsforscher eine Studie und in der Studie kommt heraus, in 10 Jahren sind 40% des Fleisch- und Wurstmarktes in Deutschland, gilt übrigens auch bei Ihnen, noch geschlachtet. Also ein Tier wird getötet und daraus Wurst gemacht. 60% sind künstlich hergestellt, ein bisschen was aus Pflanzenproteinen und ein bisschen was aus Bioreaktoren. Da tun Sie Fleischzellen in so Kessel und das wird viel. Wenn Sie heute die Verantwortung für ein Wurstunternehmen haben. Und jemand sagt Ihnen, und nicht der hier, sondern die da wirklich bestimmen, sagt Ihnen, du, in 10 Jahren ist das, was du heute richtig gut kannst, noch 40% wert. Und 60% sind was ganz anderes. Dann hast du 2 Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, oh, jetzt muss ich Kosten runter, damit ich die 40%, aber die mache ich gut. Oder du sagst, da entstehen 2 neue Bereiche, 2 neue Technologien. Wenn ich jetzt da reingehe, dann werde ich zur Nummer 1 im Markt. Von der Nummer 2. Ja? Dann mache ich 1 Milliarde Umsatz und nicht nur 700 Millionen oder sowas. Ja? Das kann man machen. Das hier ist ein Apotheker, Tamim, das ist ein ganz kleines Unternehmen. Der kam zu uns in der Corona-Zeit und sagte, Mensch, könnt ihr nicht mal eine Studie machen, wo in meinem Markt und so weiter und so fort. Ich mache das mal kurz. Der hat in den nächsten 8 Monaten, wir haben eine Kundengruppe für den gefunden, die bisher nicht bedient wurde von Apotheken. 5,6 Millionen Menschen in Deutschland haben so eine Karte für 9,90 Euro gekauft, 48 Millionen Umsatz in 8 Monaten, das ist ganz nett. Und das sind die Müllfahrer.
ich hätte nie gedacht, dass ein Müllfahrer zu einem Zukunftsforscher kommt. Niemals. Aber die haben gehört, dass so etwas entsteht wie Kreislaufwirtschaft. Circular Economy. Und dann kommen die zum Zukunftsforscher und sagen, welche Rolle spielt Mülltransport in der Circular Economy in 10 Jahren? Und dann machen wir die Studie und sagen, keine. Kannst du kein Geld mehr mit verdienen. Aber in derselben Studie steht, was der große Wachstumsbereich in der Circular Economy ist, nämlich die Daten zu haben aus all dem Müll und die da in dieser Kreislaufwirtschaft mitspielen, denen die Daten zu geben. Was machen die Müllfahrer? Die bauen eine Datenanalyseabteilung auf mit unserer Hilfe. Das machen sie, wenn sie ein bisschen Ahnung haben von Zukunft. Letzter Satz sozusagen zur Vorrede. Sie haben gehört, ich bin Zukunftsforscher. Ich habe ein Zukunftsforschungsinstitut vor 22 Jahren gegründet. Inzwischen ist das eine kleine Unternehmensgruppe geworden von 35 Unternehmen. Warum? Weil wenn Sie 22 Jahre die nächsten 10 Jahre jeweils ganz gut vorhersehen können, prognostizieren können, dann kommen Sie irgendwann auf die Idee, dass es völlig verrückt ist, das nur den anderen zu erzählen. Ja? Man muss es selber investieren. Deshalb haben wir auch selber investiert. Also, lassen Sie uns über Vertrauen reden. Ich wollte Ihnen nur zeigen, das ist jetzt nicht hier Knight Rider oder Science Fiction, sondern ich habe auch schon mal was davon gehört, dass man Umsatz machen muss und Produkte verkaufen muss und so und sowas. Okay, was stellt ein Zukunftsforscher als erstes fest, wenn er seine Arbeit macht? Er stellt fest, also wir machen Interviews, wir stellen Fragen und auf die gleichen Fragen kriegt man unterschiedliche Antworten. Die einen sagen im Augenblick, oh, es ist in der Zukunft, es ist alles, wir haben Krise. Zukunft ist ganz schlimm, Krise, 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 Krise. Und wenn du dann einen optimistischen Tag erwischst, optimistisch, dann kommt am Ende des Gesprächs raus, naja, vielleicht, wenn wir viel Glück haben und hart arbeiten, dann wird es ein bisschen besser. Ein Zukunftsforscher malt dafür so eine leicht ansteigende blaue Linie. Das ist die vielleicht mit viel Glück ein bisschen besser Linie. Ja? Ich schreibe dahin die Prognose der Dichter und Denker, weil wir Deutschen glauben immer, dass wir die Dichter und Denker sind. Wenn du genau dieselben Fragen stellst, an andere Menschen, ein paar Technologiemenschen habe ich Ihnen gezeigt, selbstverständlich auch die Swisscoms dieser Welt, ja? Dann kriegst du eine andere Antwort. Dann kriegst du die Antwort, wir, die Menschheit, wir werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren die größten Menschheitsprobleme lösen. Hunger, Trinkwasser, Energie, Umwelt. Und dann guckst du erst komisch und sagst, wieso, die anderen haben gerade was anderes gesagt? Und dann sagst du, warum? Und dann sagen die, naja, wir waren technologisch noch nie so dicht dran. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das lösen werden, war noch nie so hoch wie heute. Und dann hast du so eine Prognose, die geht so durch die Decke. Ja, das ist diese rote Linie. Übrigens, das hat nichts mit Politik zu tun. Das sind einfach nur zwei Farben. Ich habe überhaupt nichts mit Politik zu tun. Worauf ich Sie hinweisen möchte, ist diese Lücke zwischen diesen beiden Linien, die immer größer wird über die Zeit. Da seht ihr die Vertrauensfrage, weil die Blaudenker, die glauben absolut, dass sie die Realität vor Augen haben und die Rotdenker glauben auch, dass sie die Realität vor Augen haben und dazwischen ist eine Riesenlücke. Und die Frage ist, wem vertraust du? Inzwischen ist diese Lücke übrigens so groß, dass es bei uns in der Wissenschaft ein Wort dafür gibt. Früher war die so klein, da hatten wir kein Wort dafür. Inzwischen heißt das Reality Gap, also die Lücke zwischen diesen zwei Realitäten. Und diese Lücke, dieses Reality Gap, gibt es in jeder eurer Branchen. Und diese Lücke ist die Chance, den anderen davonzuziehen, wirklich zu wachsen gegenüber dem Wettbewerb. Ich möchte über diese Lücke ganz kurz ein bisschen länger reden, weil das ist wichtig. Das ist wichtig für euer Geschäft, das ist wichtig für euer Wachstum. Zum Verstehen, wie groß ist diese Lücke? In dieser Welt, in Europa, sagt gerade jeder, wir haben Energiekrise. Wir Deutschen besonders, okay, wir haben Energiekrise. Stimmt, das ist richtig, ist alles teuer und so, ja klar. Aber zur gleichen Zeit, in der diese Energiekrise entstanden ist, ist auch die Lösung entstanden. Diese Lösung heißt technologisch gesehen Kernfusion, das steht da. Ja, vor 2 Jahren gab es zum ersten Mal eine Demonstration, wo aus einem Kernfusionsexperiment, also 2 Atomkerne werden verschmolzen, wohlgemerkt, es ist kein einziger radioaktiver Stoff im Spiel, also bitte nicht in die falsche Schublade stecken. Ja. 2 Atomkerne werden verschmolzen und es entsteht Energie. Zum ersten Mal vor 2 Jahren ist da mehr Energie herausgekommen, als was hineingesteckt wurde. Vorher musstest du immer mehr rein als raus, das ist wissenschaftlich okay, aber wirtschaftlich blöd. Inzwischen ist das andersrum. Seit 2 Jahren sagen uns diese Menschen, mit denen wir diese großen Investoren im Silicon Valley, mit denen wir Interviews führen, die sagen uns auf die Frage, wo habt ihr gerade investiert? Kernfusion. 100 Kernfusion-Startups in der Welt. Alle mit Riesengeld versehen. Und wenn du dann fragst als Zukunftsforscher, warum? Übrigens, wir haben natürlich auch investiert. Eins von den 35 ist ja logisch.
Und dann fragst du, warum? Und dann sagen die, naja, wenn das so weitergeht, die Entwicklung, dann hat die Welt im Jahr 2040 mehr Energie zur Verfügung, als sie verbrauchen kann. Nicht durch Regenerative, sondern durch Kernfusion. Bitte macht weiter Regenerative. Wir brauchen bis 2040, wir müssen da hinkommen. Ja? Aber es ist eine Brückentechnologie. Naja, also das Einzige, was ich euch sagen wollte, Problem und Lösung ist zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Die einzige Frage ist, schaust du dahin oder schaust du dahin? Ja? Wem vertraust du? Zweites Beispiel. Jetzt nicht irgendwie hier 2040 und Kernfusionsverrücktheiten, sondern eure Gesundheit. Ich zeige euch mal die blaue Linie im Bereich von Gesundheit. Ihr seht die letzten 221 Jahre. Und zwar die Menschheitsentwicklung. Also auf der Y-Achse, das ist das Hoch zu, ja, das ist die Gesundheit der Menschen gemessen im Lebensalter. Wir sind bei 30 gestartet, das geht so leicht hoch. Auf der X-Achse, also waagerecht, ist der Wohlstand der Menschen. Blau ist Europa, rot sind die Amerikas, also die USA davon, und gelb ist Asien. Und ihr seht, das geht so langsam, so linear nach oben, das ist okay. Achtung, jetzt macht's. Ups, was war das? Erster Weltkrieg, gleich kommt der zweite. Achtung, da ist er. Zaps. Weiter geht's. Das, genau hinschauen all die, die denken, dass wir wegen Ukraine und Israel-Krieg unseren Wohlstand verlieren. Ja? Also weiter. Und Achtung, jetzt kommen die 90er Jahre, jetzt kommen die Chinesen. Zack. Los geht's. Sie schaffen es nicht ganz. Bisher. So. Was haben wir gesehen? Als erstes haben wir etwas wirklich Tolles gesehen. Die Menschheit hat in den letzten 200 Jahren ihr Lebensalter verdreifacht. Das ist gut. Bitte sagt nicht, dass das schlecht ist. Der Saal wäre leer. Also die Nein, die Damen wären alle hier. Ihr seid alle 25, das ist klar. Aber wir wären weg. Ja? Also das ist ganz gut. Aber wir haben etwas noch nicht gesehen. Und das, was wir nicht gesehen haben, ist die rote Linie. Wir haben bisher nur die blaue Linie gesehen. Was ist die rote Linie? Ich stelle euch mal einen typischen Vertreter dieser roten Linie vor. Der heißt Tim. Tim Draper, einer der bekanntesten Privatinvestoren im Silicon Valley. Milliardärsfamilie, dritte Generation. Sein Vater hat in Google investiert. Das war ein ganz gutes Geschäft. Tim lacht ein bisschen darüber, weil der hat in Baidu investiert. Das ist das chinesische Google. Das war ein besseres Geschäft. SpaceX, Tesla und so weiter, der weiß ein bisschen, was man macht, wenn man viel Geld hat. Und ich habe eine Kooperation. Also der hat ein Draper University, das ist ein Institut. Ich habe dieses To Be Ahead, dieses Europäische Zukunftsforschungsinstitut, in die beiden haben eine Partnerschaft. Und als ich den vor 9 Jahren das erste Mal gesehen habe, saß ich da mit einer Gruppe von europäischen, also so deutschsprachigen Vorständen und Geschäftsführern von KMUs. Die hatte ich da mitgenommen in Silicon Valley. Und wir saßen da und wir haben geredet und ich habe dem eine Frage gestellt. Viele Fragen, aber eine war wichtig. Wo steckst du heute, also damals vor 9 Jahren, dein großes Geld rein? Und wie aus der Pistole geschossen, sagt er erstens New Gold. Alle guckten komisch, was meint der damit? Goldrausch? Naja, Bitcoin, Blockchain, ja klar, Krypto meinte der, vor 9 Jahren. Zweitens Immortality, das ist Unsterblichkeit. Und drittens Space Travel. Und es wurde total still. Die Menschen, die ich mit hatte, also meine Gruppe von 20, 25 Leuten, die waren sehr extrovertiert, die hatten immer das letzte Wort. Die waren nie still. Plötzlich sagten die nichts mehr. Und da konntest du sehen, wie die gerade, die ja für die Zukunftsstrategien ihrer Unternehmen zuständig sind, im Kopf ihre Zukunftsstrategien durchgescannt haben und diese 3 Worte gesucht haben. Die haben sie nicht gefunden. Na gut. Also, und es entspann sich eine Diskussion um das Wort Immortality, Unsterblichkeit, weil natürlich irgendwer sagte, das gibt's überhaupt nicht. Tim, was machst du mit deinem Geld? Und er sagte, Tim, wieso gibt's das nicht? Ich investiere in Technologien und zwar in diesem Fall in 5, die etwas mit Medizin zu tun haben und eine, die was mit Computern zu tun hat. Und ich möchte Ihnen jetzt keinen Gesundheitsvortrag halten, aber ihr seht, diese Technologien, Genanalyse, Genreparatur, Genverjüngung, also das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen. Und ihr seht immer hinten in der Klammer, wann ist der Massenmarkt erreicht? Massenmarkt bedeutet in Deutschland, Krankenkasse zahlt. Ja, bei euch auch. Und ihr seht, 30 Jahre maximal. Okay, also. Lasst uns mal, also ihr könnt mich nachher gern fragen, was das alles bedeutet. Ich spare jetzt mal ein bisschen Zeit. Wenn diese 5 Technologien zusammenkommen, die es heute schon gibt, die noch ein bisschen teuer sind, die über die nächsten 30 Jahre billig werden. Sagen wir mal 40 Jahre. Machen wir mal Sicherheitspuffer. Wir haben gerade über Security geredet. Sicherheitspuffer. Ja? 40 Jahre. Dann sind meine Kinder so alt wie ich heute. Das ist meine Familie. Bennett, 6 Jahre. Samu,
8 Jahre, Tara 11 Jahre und meine wunderbare Frau Carmen, die ist 22. Nehmen wir den 8-Jährigen. In 40 Jahren ist der 48, ich bin heute 50, also dann ist der so alt wie ich heute, ungefähr. Wenn der das benutzen kann, diese 5 Technologien, dann ist die heutige Prognose, wird der 120 Jahre alt. 120, das ist interessant. Jetzt kommt aber noch was dazu. Wir wollen ja über Digitalisierung und sowas reden. Schaut mal, wenn der 120 wird, heute ist er 8, dann haben wir noch 112 Jahre Zeit, um etwas zu schaffen, was heute noch nicht geht. Wo aber schon über 3 Milliarden Dollar rein investiert wurden, nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen. Und wenn ich das geschafft habe, im zweiten Schritt, das, was ich hier oben habe, zu kopieren in diesen Computer. Nennt sich Brain Uploading. Bitte sagt nicht, Jansky hätte gesagt, es geht. Es geht nicht. Aber 112 Jahre sind eine echt lange Zeit. Und jetzt gibt es unter euch ein paar, die sagen, naja, 112 Jahre, das kriegen wir hin. Mit der KI und so, das entwickelt sich sowieso so schnell, das kriegen wir hin in 112 Jahren. Die, die so denken, die müssen direkt im nächsten Schritt mitdenken, dass dieser Junge der erste Mensch auf der Welt ist, der unsterblich ist. Warum? Weil mit 120 geht sein Körper, aber nicht sein Geist. Und er lebt, das ist kein Science Fiction, ja, den sehe ich wieder. Nicht heute Abend, aber morgen. Schaut, und dann gibt es unter euch Menschen, die sagen, was für ein Spinner auf der Bühne jetzt hier. Ja? Der sollte über die Zukunft von meinem KMU und meiner Branche reden, jetzt redet er über Unsterblichkeit. So ein Idiot. Und da habt ihr das Reality Gap. Und zwar nicht im Silicon Valley, nicht in China, sondern hier in Luzern. Ja. Lasst uns dieses Reality Gap mal bitte untersuchen, für das, worüber wir heute hier reden. Für das Wort Vertrauen und Digitalisierung. Also, wie sieht das Reality Gap in eurer Branche aus? Wir gehen jetzt nicht in die 120 Jahre, sondern Schritt für Schritt die nächsten Jahre. Was passiert? Über die nächsten, naja, also 5 würde ich sagen, die nächsten 5 Jahre werden heutige Computersysteme, Großrechenzentren abgelöst durch Quantencomputer. Warum bin ich da so sicher? Weil eines meiner Unternehmen von der deutschen Bundesregierung den Auftrag bekommen hat, bis 2026 die ersten beiden deutschen skalierbaren Ionenfallen-Quantencomputer in Hamburg aufzubauen. Wir werden das machen, 2026, das sind noch 2,5 Jahre. Dann stehen diese Quantencomputer da, also nicht irgendwo 30 Jahre oder Raumschiff Enterprise, sondern die sind da. Ja? Und dann ist die Frage, ihr müsst das nicht alle selber machen, aber was macht das mit euch? Das kann man heute beschreiben, weil die ersten Quantencomputerprojekte schon lange gemacht sind. Martin war der allererste, der ein kommerzielles Projekt gemacht hat, 2017, vor 6 Jahren. Da war der IT-Chef der Volkswagen-Gruppe, also großes Unternehmen. Der ist nach Peking gegangen und hat gesagt, ich mache etwas, von dem alle anderen Menschen denken, dass es überhaupt nicht geht, ich mache den Stau weg. In Peking. Ihr wisst, Peking, immer Stau. Ja? Der hat sich die Strecke genommen, wo am meisten Stau ist, nämlich Flughafen zur Innenstadt. Auf dieser Strecke fahren interessanterweise Taxis. Das ist gut, weil Taxis funken Daten durch die Gegend. Das sind Funktaxis. Ja? Wo fahre ich hin, wie schnell und so weiter. Der hat diese Daten genommen, in den Quantencomputer gepackt. Und dieser Quantencomputer brauchte damals 3 Sekunden. Inzwischen geht es viel schneller. Damals 3 Sekunden. Um mit einer Prognose zu kommen, nämlich der Prognose, wie sieht die Verkehrssituation in Peking in 45 Minuten aus. Und wenn du jetzt weißt, wie es in 45 Minuten aussieht, dann bitte nicht 45 Minuten warten und gucken, ob der recht hatte. Das macht keinen Sinn. Jetzt anfangen zu steuern. Ja, die haben an jedes angeschlossene Taxi, 20.000 auf der Strecke, 2 Kommandos geschickt. Erstens, wie schnell fährst du bitte? Zweitens, auf welcher Route? Also einen schicken sie da lang, sondern da. Nicht nur einmal, sondern an jeder Kreuzung neu kriegen die diese Signale. Ergebnis, kein Stau. Auf der Flughafenroute. Und jetzt habt ihr hoffentlich wenig mit Stau zu tun. Die einzige Frage, die ich euch stellen möchte, wenn das wirklich so ist, 2026, dass ihr immer für jeden Prozess in eurem Unternehmen, egal ob hinten in der Produktion, auf der Logistik, für Sales, was weiß ich, vorne bei den Kundenbedarfen, überall, wo ihr Daten messen könnt, habt ihr Prognosen. Wie sehen die nächsten 20 Minuten aus, die nächsten 2 Stunden, die nächsten 2 Tage, die nächsten 2 Wochen? Wie verändert sich die Art und Weise, wie ihr arbeitet? Das ist die zentrale Frage. Und wer die von euch noch nicht in der Zukunftsstrategie bei euch im Unternehmen drin hat, bitte sofort rein. Ja? Ich habe nicht so viel Zeit heute. Deshalb, ich kann nicht jetzt jede Branche durchdeklinieren. Wir machen das gerade in den Zukunftsstrategien der Unternehmen. Aber das, was in jeder Branche drinsteht, heißt Lieferung vor Bestellung. Die meisten finden das komisch. Ne? Was soll ich liefern, wenn nichts bestellt ist?
Woher soll ich wissen, was ich da liefern? Schaut mal, betrachtet das bitte anders. Wenn ihr prognostizieren könntet, was der Jansky am Freitag kaufen möchte, heute, wenn ihr das heute prognostizieren könnt, was ich am Freitag kaufen möchte, dann wartet ihr doch nicht bis Freitag, bis ich das auch verstanden habe, auf die Suche gegangen bin und bei der Konkurrenz gelandet bin. Das werdet ihr verrückt. Also wenn ihr das heute prognostizieren könnt, dann schickt ihr mir das bitte am Donnerstag, bevor ich auf die Suche gehe. Ja, dann steht eine Kiste vor der Tür, idealerweise zu dem Zeitpunkt, wo ich es auch gerade kapiert habe. Ja? Ansonsten müsst ihr die Retouren mit einpreisen, ist nur eine Pricing-Frage. Ja? Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, wer macht das Geschäft, wenn es keine Aufträge gibt? Was machen Suchmaschinen, wenn keiner mehr sucht? Das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und direkt die nächste Schlussfolgerung aus diesen Zukunftsprognosen ist eine Frage des Vertrauens, nämlich nicht die Frage, wie können wir jetzt vertrauen oder was müssen wir machen, dass die anderen uns vertrauen, sondern wie verändert sich das Vertrauen? Schaut mal. Komischerweise benutzt ihr das Wort Vertrauen, ich auch, für zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir benutzen das Wort Vertrauen für Ergebnis von Zwischenmenschlichkeit. Also Liebe, Leidenschaft, Blutsverwandtschaft, Familie, meinetwegen sogar One-Night-Stand. Vertrauen. Okay, gibt es, ja? Gibt es. Lassen wir mal hier liegen. Auf der anderen Seite benutzt ihr das gleiche Wort für das Ergebnis von erfüllten Erwartungen. Stellt euch vor, also ihr müsst euch das nicht vorstellen. Ihr seid Schweizer, ihr habt viel Geld auf dem Konto. Das ist toll. Jetzt ruft ihr euch 10 Finanzberater, Vermögensverwalter und gebt allen die gleiche Aufgabe, nämlich, also 10 Menschen sitzen da, gebt allen die gleiche Aufgabe, mach mehr aus meinem Geld. Und jetzt fangen die an und Nummer 4 gibt euch immer die beste Antwort, also macht am meisten aus eurem Geld. Was passiert dann? Nach einer gewissen Zeit, ihr schaut euch das an und sagt, die anderen 9 können gehen, Nummer 4 bleibt bitte hier, dir vertraue ich. Dir vertraue ich mein Geld an. Ja? Frage, habt ihr angefangen, ihn zu lieben? Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ihr vertraut dem, das ist eine andere Art von Vertrauen, das ist Vertrauen basierend auf erfüllten Erwartungen. So, und jetzt denken wir mal diesen Quantencomputer und diese künstliche Intelligenz in beide Arten von Vertrauen hinein. Neben Nummer 4 sitzt jetzt ein Quantencomputer, also eine KI basierend auf einem Quantencomputer, die gibt euch jetzt bessere Antworten als Finanzberater Nummer 4. Wem vertraut ihr jetzt? Bitte sagt nichts Falsches. Denkt an euer Auto, ans Navigationssystem und den Beifahrer. Stellt euch nur ein. Wem vertraut ihr? Ihr vertraut dem, der bessere Antworten gibt. Das ist ganz einfach. In dem Fall der Computer. Hier. Ihr trefft euch am Wochenende zu Hause mit der Familie, Familiengeburtstag, alle sind bei euch im Haus oder in der Wohnung. Irgendwer hat so einen Quantencomputer, KI, basierend auf Quantencomputer, auf dem Küchentisch gestellt. Was passiert auf der Vertrauensebene? Nix. Gar nichts. Die Kinder klimpern am Computer, auf der Vertrauensebene passiert überhaupt nichts. Bei dem Vertrauen passiert nichts, bei dem verändert sich alles. Meine einzige Frage ist, das könnt nur ihr selbst euch beantworten, in welchem Bereich arbeitet ihr? In welchem Bereich macht ihr Geschäft? Im Bereich von Vertrauen basierend auf erfüllten Erwartungen oder im Bereich von Liebe, Leidenschaft, One-Night-Stand? Ja? Wir sprechen drüber. Schaut mal, ich will es jetzt nicht zu, wie soll ich sagen, das soll nicht abgleiten, lasst uns wissenschaftlich bleiben. Da oben seht ihr, wie sich eure Märkte verändern. Die meisten von euch kommen aus so einer Kundensegmentpyramide der Vergangenheit. Da links dieses Pyramide, da unten Economy, oben Premium, der riesige Standardbereich in der Mitte. Bei euch Schweizern ist die Spitze ein bisschen größer als bei uns Deutschen. Egal, die Pyramide sah genauso aus. Sieht nicht mehr. Was durch diese Technologie, ihr nennt das Digitalisierung, ich auch, also durch die ständige Verdopplung der Rechenkapazität von Computern, was dadurch passiert ist, dass der Standardbereich schmilzt. Dann sind da unten, ihr seht das, da unten wird es größer, bei den die ganzen Digitalen sagen, wir sind total im Trend. Da oben, Premium wird auch größer. Ja, ach, wir machen jetzt alle auf Achtsamkeit und wir müssen uns wieder treffen und so. Sind wir auch total im Trend, ja, wird auch größer. Beide sind im Trend. Das, was beide nicht verstehen, ist, dass der eigentliche Trend ist, dass der Standardbereich schmilzt. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Schweiz auch so ist. Bei uns in Deutschland gehen gerade die Kaufhäuser in den deutschen Innenstädten pleite.
Übrigens nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal. Warum? Weil das Kaufhaus in der deutschen Innenstadt, so basierend auf dem Wirtschaftswunder, Standardprodukte, Standardkunden, Standardpreise. Wirtschaftswunder war so ein Geschäft. Inzwischen gibt es keinen Markt mehr. Also die kannst du jetzt retten. Ja, da gibt es gerade politische Diskussionen, ob die gerettet werden sollen. Kannst du retten, du musst nur wissen, die gehen wieder pleite. Weil es den Markt nicht mehr gibt. Das ist die Kundensegmentpyramide der Zukunft. Keine Mitte mehr, kein Standard mehr. Unten 6 Segmente, oben 3 Segmente. Die roten Segmente sind Digitalsegmente. Die gelben Segmente sind nach wie vor Face-to-Face, also ja, Person-zu-Person-Segmente. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles zu erklären. Ihr sollt nur verstehen, da unten, also in diesen unteren 6 Segmenten, geht es um Preis-Leistung. Da möchte ein Kunde, dass ihr als Anbieter sein Qualitätsniveau erkennt, kann hoch sein, kann niedrig sein, egal, und dafür einen besten Preis macht. Logischerweise hat das ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Ja? Da gehen die Margen runter. Naja, da oben im Premium geht es nicht um Preis-Leistung. Da geht es um Identitätsmanagement. Da geht es darum, kann ich mit eurem Produkt anderen zeigen, dass ich besonders bin. Besonders öko, besonders heimatverbunden, besonders reich, besonders sportlich, besonders musikalisch, besonders kulturinteressiert, besonders Design, besonders kosmopolitisch, besonders, was weiß ich, irgendwie Elon Musk, Silicon Valley und so weiter. Es gibt so 30 Identitäten, die Menschen durch die Benutzung von Produkten, von Unternehmensmarken und Personenmarken ausdrücken möchten. 3 Marken, deshalb 3 Segmente da oben. Diejenigen von euch, die bisher denken, dass sie im Premium-Segment unterwegs sind und sagen Premium, warum? Weil ich habe höchste Qualität, höchsten Preis. Die haben sich mit dieser Aussage gerade aus dem Premium-Segment verabschiedet in die Spitze des Economy-Segmentes. Bitte, überlegt sehr genau. Ich kann jetzt keine Unternehmensberatung machen, ihr seid zu viele. Aber bitte überlegt sehr genau, ob ihr bisher im Standardsegment unterwegs seid, weil dann müsst ihr eine Entscheidung treffen, ob ihr da runter oder da hoch wollt. Oder ob ihr im Premium-Segment unterwegs seid und dann überlegt bitte, ob ihr tatsächlich eure Identität, also ob man mit euch seine Identität steuern kann. Oder ob ihr einfach nur den höchsten Preis für die höchste Qualität habt. Dann rutscht ihr runter. Wer das nachlesen möchte, es gibt eine Trendanalyse auf der Webseite bei uns, also kostenlos natürlich. Ladet es euch runter, weil ich nicht so viel Zeit habe, jetzt all diese 9 Segmente zu beschreiben. Kurz scannen, E-Mail-Adresse eintragen, dann kriegt ihr das kostenlos zugeschickt. Wenn das nicht funktioniert, manchmal funktioniert das mit dem QR-Code nicht, dann nehmt da den Umweg, das ist eine deutsche Mobilfunknummer, bitte nicht anrufen, ist nicht meine. Ja? Automatisierung, ihr wisst, nichts mit anrufen. Da eure E-Mail-Adresse eintragen, dann passiert genau dasselbe. Also ihr kriegt dann diese E-Mail zugeschickt. Ja? Bitte nicht, dort steht Text ihre@mailadresse.de. Bitte, tragt nicht ihre@mailadresse.de ein. Macht ihr euch zum Gespött meiner Mitarbeiter. Das wollt ihr nicht. Okay, lasst uns weitermachen. Schaut mal, wir reden heute, also lass uns mal wirklich in die Zukunft gehen. Und wir starten im Hier und Jetzt. Wir reden ganz viel über GPT, künstliche Intelligenz, ChatGPT, ja, seit November letzten Jahres. Ich werde inzwischen immer gefragt, Herr Zukunftsforscher, ist ChatGPT die Zukunft? Und ich sage, nein, es ist die Gegenwart. Zukunft ist was völlig anderes. Ich zeige es euch gleich. Ich habe aber mal nachgeblättert, wann wir Zukunftsforscher zum ersten Mal prognostiziert haben, das, was KI, also GPT, heute kann. Und das war in dieser Studie. Ihr seht, Kundendialog 2025. Wir machen Studien immer 10 Jahre voraus. Also die ist 2015 herausgekommen. Und genau da, wir haben genau beschrieben, was wir wussten nicht, dass das ChatGPT heißen wird. Wir finden nicht das Wort ChatGPT. Aber genau das, was heute passiert. Warum konnten wir das damals prognostizieren? Nicht, weil wir besonders klug sind, sondern weil wir mit den Menschen reden, die damals schon daran gearbeitet haben und die uns damals gesagt haben, bis dann und dann wird das so und so sein und dann bringen wir das in die Märkte und so weiter und so fort. Das machen Zukunftsforscher. Schaut, wir müssen kurz darüber reden, weil ihr müsst das machen. Ihr habt heute schon den ganzen Tag darüber geredet. Ich will euch jetzt auch nicht nochmal irgendwas erzählen. Ihr wisst, dass künstliche Intelligenzen nicht wirklich intelligent sind, so wie ihr. Ja? Ihr wisst, dass die, schaut mal da, dieser Satz dort rechts, the best thing about AI is its ability to, also das Beste an künstlicher Intelligenz ist ihre Fähigkeit zu. Und die machen nichts anderes, als zu prognostizieren, was ist das nächste Wort in diesem Satz. Das ist eine reine Prognosemaschine. Aber ebenso schnell wie menschliche Sprache geht. Also KI hat das menschliche Betriebssystem. Unser Betriebssystem, wie wir miteinander funktionieren, ist die Sprache. Das hat KI gerade gelernt. Deshalb ist das so wichtig.
ihr wisst, dass 75%, also dass erstens durch die durch die Benutzung von GPTs 60-70% Produktivitätseinsparungen passieren bei euch im Unternehmen oder bei der Konkurrenz. Dann habt ihr ein Problem. Ja? Und von diesen 60-70% sind 75% in vier Sparten. Das ist einmal Customer Operations, also Kundenservice. Das zweite ist Software Engineering, also Softwareentwicklung, Marketing und Sales. Wer von euch hat Marketing, Sales, Softwareentwicklung oder Kundensupport? Wenn ihr noch nicht mit GPT arbeitet, dann bitte morgen. Ja? Ich rede nicht vom nächsten Jahr, ich rede wirklich von dieser Woche. Bitte. Ich bitte euch sehr. Warum? Weil eure Konkurrenz das wahrscheinlich macht. Also zumindest die Amerikaner machen es eh. 70% generieren Content schneller. Content ist Content auf Websites, Broschüren und so weiter. Ja. 64% verbessern die Kundenbeziehungen, 64% Erhöhung der Produktivität, 60% mehr Umsatz, 59% sparen Kosten. Ist das eine Eintagsfliege? Die gestrichelte Linie sagt, was die Zukunft ist. Das sind die nächsten 2 Jahre. In den nächsten 2 Jahren planen die Investoren weltweit zu investieren 200 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz. Deshalb, und übrigens die Hälfte davon 100 im Silicon Valley. Deshalb muss man ein bisschen auf Silicon Valley schauen. Wohin führt das? Wir kommen aus einer Zeit, in der wir verschiedene Tools haben, die ganz gut sind im Texten, in Bildern und so weiter und so fort. Seit 4 Wochen sind wir in einer Zeit, in der diese verschiedenen Einzeltools zusammengebunden werden zu multimodalen Angeboten. Wir gehen in eine Zeit, in der es etwas gibt, was ich euch zeigen möchte. Das nennt sich heute Cognitive Agents. Und ich habe euch mal einen Film mitgebracht, einen ganz kurzer Ausschnitt aus einer Rede, die ist uralt, die war vor Corona. Schaut euch das mal an und ihr seht so einen multimodalen Agent. Ihr seht übrigens jetzt gleich den Google-Chef. Der hat keine Krawatte, keinen Anzug, bitte nehmt ihn trotzdem ernst. Das ist der Google-Chef, da ist er. 60% of small businesses don't have an online booking system set up. Bisschen dunkel. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. So what you're going to hear is the Google assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So happening, I'll see you. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Was haben wir gesehen? Erstens haben wir keine Zukunft gesehen, sondern Vergangenheit. Ja? Das ist vor Corona gewesen. Zweitens haben wir gesehen, dass eine KI auf dem Handy, sagen wir mal eine Kunden-KI, beim Unternehmen anruft, und die Frau im Unternehmen nicht merkt, dass sie mit einer Maschine telefoniert, sondern die denkt, sie telefoniert mit Menschen und die machen Termin. Okay. Es passierte in Deutschland etwas total Interessantes, als das vor Corona so durch Social Media ging. Wir Deutschen haben sofort angefangen zu diskutieren. Und wisst ihr, worüber wir diskutiert haben? Dürfen die das? Also, schaut. Das ist eine Frage, da ist Ethik drin, da ist Technologie drin, da ist Juristerei drin, da ist vielleicht sogar Philosophie drin, da kannst du 30 Jahre reden. Als Wissenschaftler findest du das richtig geil. Das Problem ist, in der Wirtschaft wurde eine andere Frage gestellt. Nämlich die Frage, wenn es nun mal so weit ist, dass auf dem Handy eines Kunden eine Kunden-KI ist, haben wir uns nicht gewünscht, ist aber so. Und die ist in der Lage, beim Unternehmen anzurufen. Ist es dann klug, für das Unternehmen hier an dieser Stelle den Menschen hinzusetzen, der den Hörer abnimmt und sagt, herzlich willkommen bei Unternehmen XY, was kann ich denn heute für Sie tun, liebe KI? Nein, es ist Unsinn. Ja? Du setzt hier auch eine KI hin.
eine Unternehmens-KI. Und dann redet, wir nennen das Bots in unseren Studien, dann redet sozusagen die Kunden-KI mit der Unternehmens-KI und macht genau das, was wir gesehen haben, tauschen sich ein paar Daten aus, machen eine kleine Verhandlung, verhandeln den Preis, am Ende wird unterschrieben und am Ende wird irgendwie Transaktion gemacht. Dann hast du etwas, was wir unter Menschen Ökonomie nennen, aber nicht unter Menschen, sondern unter Bots. Die Bot-Economy, die wir in dieser Studie da halt, ja, ihr habt es vorhin gesehen, das Cover von der Studie, ganz intensiv beschrieben haben. Die Bot-Economy. Und jetzt muss man sich fragen, will ich damit was zu tun haben? Und dann muss man sich fragen, wie groß ist die denn, die Bot-Economy? Und wenn es stimmt, dass ihr 30 von diesen Dingern, in unseren Büchern steht, ihr habt 30 von diesen künstlich intelligenten KIs, da in diesem Buch steht das, auf dem Handy in 2030, vielleicht sogar 50, dann ist die Milchmädchenrechnung, dass das Ding 30 mal größer ist als die Menschen-Economy. Und das ist komplett falsch. Die ist nicht 30 mal größer, die ist 30 Millionen mal größer. Weil die Dinger, die sind nicht nur auf euren Mobiles, die sind in jedem Ding, wo ein Chip reinpasst. Und dann kannst du dir überlegen, oh, das macht ja jetzt Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, das könnte ein Geschäft sein. Schaut mal, damit sind wir aber noch nicht in der Zukunft. In diesem Buch steht im ersten Kapitel eine Szene, da 2030, ja, Geschichte aus dem Jahr 2030. Da stirbt ein Großvater, der ist sehr alt, über 90 Jahre, ein natürlicher Tod, und seine Enkeltochter bekommt nach seinem Tod geschenkt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Wer wollte das? Kommt trotzdem. Auch wenn ihr es nicht wollt. Ein Grund ist dieses Patent. Ja, 2020 ausgegeben, Use Case Telefonieren mit Verstorbenen. Exakt das. Zweiter Grund ist, das seht ihr da, das ist ein Ausschnitt aus einer Präsentation von Facebook. Die haben die, als die sich umbenannt haben in Meta, haben die diese Präsentation. Wie sieht das Jahr 2030 aus? Und ihr seht, die haben alle diese Brillen auf. Ihr seht jetzt 3 gegen 3 Basketball spielen. Die drei, die blau sind, sind nicht auf dem Platz. Also auf dem Platz sind nur 3 Leute, die haben diese Brillen auf und die anderen 3 sind auf einem völlig anderen Platz, aber die können gegeneinander spielen, weil sie eingeblendet werden. 2030. Übrigens, da brauchst du... Da brauchst du nicht irgendwie Facebook dazu. Alle, egal ob das die, naja, also all die großen Technologiekonzerne in den USA, in China, alle haben in ihrer 2030-Vision genau das. Rechts übrigens der Facebook-Chef, links eine Olympiasiegerin im Fechten. Die fechten gegeneinander, die ist blau, die ist nicht auf diesem Platz. Der sieht die nur durch seine Brille, ja? Der macht alleine auf seiner Wiese darum. 2030. Brauchst du keinen Zukunftsforscher für, nur 10 Minuten YouTube-Zeit. Wofür brauchst du einen Zukunftsforscher? Für die Frage, wenn wir reale Menschen, die woanders sind, hier auf diese Bühne einblenden können 2030 und nur eine Brille dafür brauchen, dann können wir doch auch verstorbene Menschen einblenden. Die müssen uns doch nur ihre Daten hinterlassen haben. Dieser Großvater in diesem Buch, der hat 18 Monate vor seinem Tod eine KI trainiert auf seinem Handy, der hat nur mit seinem Handy geredet, hat seine Stimmmodulation erkannt, hat sein Wissenslevel, sein Humorlevel, sein Charmlevel erkannt. Also Wissenslevel heißt, ist nicht allwissend wie Google, sondern erzählt auch denselben Unsinn wie der Großvater. Es ist wie telefonieren mit dem Großvater. Stimmt das? Werden wir da 2030 sein? Ich zeige euch ganz kurz, wo wir heute sind und dann könnt ihr das selber einschätzen. Eines meiner Unternehmen in Los Angeles macht solche Avatare. Und ich will das euch mal ganz kurz vorspielen. Schaut mal hin, ihr seht einen Avatar eines bekannten amerikanischen Sportlers, Tom Brady, sehr bekannt, und der redet mit einem Menschen. Schaut mal hin. Welcome to our live presser. It'd be great if you could turn on your mic and camera so I can see and hear you. Yeah, sure, why not? Thanks. Also, dieser Avatar ist nicht vorprogrammiert, ja? Der reagiert, das ist eine KI, die reagiert in Echtzeit. Tom Brady? Yes, I am the real Tom Brady. Okay, so if you're Tom Brady, then what's your wife's name? My wife's name is Giselle Bündchen. Schon 1,5 Jahre alt. Okay, ja? Fair enough. So I have a question everybody's dying to get an answer to, and the question is, are you going to retire at the end of this season? I'm not sure about my future, but when I do, you'll be the first to know. I'm sorry, did I say something wrong? Schaut mal, ich wollte euch nur zeigen, dass diese KI erkennt bei dem, der mit ihr redet, die Gesichtsaus, also Gestik, Mimik, erkennt, was der in der Hand hat, erkennt in seiner Stimme Humor, Sarkasmus, Emotionen. Es ist, und das Schöne ist, warum ich investiert habe, diesem Ding kannst du sogar Ziele geben für das Gespräch.
Finale Ziele, Zwischenziele, was hast du dann? Ein Verkaufsgespräch. Ja? Das ist der erste Sales-Assistent, der komplett frei durchs Internet geht. So, und jetzt könnt ihr selber euch fragen, jetzt sind wir bei 2003, also das war sozusagen vor anderthalb Jahren, ja? Jetzt könnt ihr euch bitte selber fragen, ob wir 2030 da sind oder nicht. Bisher habe ich nur über Bildschirme gesprochen, lasst uns nochmal ganz kurz über haptisches Reden, das kennt ihr, oder? Das Video ist irgendwie gerade durch die Medien gegangen. Das ist Tesla. Tesla macht Roboter, also Humanoide, die quasi die Form haben von Menschen, wisst ihr vielleicht. Früher konnten die nicht so richtig greifen. Früher hieß es in unseren Studien immer, ja, Roboter können so große Dinge machen, aber so feine Sachen können die nicht machen. Ihr werdet gleich sehen, wie gut die sind inzwischen im Greifen. Und ich sage euch auch gleich, warum ich euch diesen Film nochmal zeige. Schaut mal, jetzt wird es interessant. Jetzt muss der nämlich in Echtzeit reagieren. So, kann dieses Ding meine Spülmaschine ausräumen? Selbstverständlich. Einräumen auch, sauber machen auch. Ich habe in Deutschland letzte Woche einen Vortrag gehalten bei Rohrherstellern, ja, bei Klempnern. Kann das Ding Rohre? Natürlich kann das Rohre. In unseren Interviews, wenn wir mit Tesla Interviews machen, sagen die uns, humanoide Roboter werden über die nächsten 10 Jahre ein wertvolleres Geschäft als ihre Autos und ihre Raketen. Und dazu muss man wissen, Tesla ist der wertvollste Automobilhersteller der Welt. Die Tesla-Raketen, also SpaceX, ist wertvoller als Boeing und als Airbus. Ja? Wenn das größer wird, dann bitte habt im Kopf, was damit gemacht werden kann. Ist das menschlich? Kann ich dem vertrauen? Schaut mal dieses Bild. Ist entstanden, als einer KI der Aufgabe gegeben wurde, hört die 9. Symphonie von Beethoven an, Europa-Hymne, toll, ja, menschlich, macht daraus ein Bild. Kommt dieses Bild. Und ich saß davor und dachte mir, ey, das hat kein Mensch gemacht, das ist unmenschlich. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Wenn du glaubst, dass es unmenschlich ist, weil es hat kein Mensch gemacht, ist das mehr menschlich oder weniger menschlich als unser heutiges menschlich? Diese Frage stellt kein Mensch. Weil ihr alle denkt, euer heutiges menschlich ist die Spitze des Berges. Und wenn du denkst, dass du heute sozusagen in puncto Menschlichkeit auf der Spitze des Berges bist und dann kommt der Zukunftsforscher und sagt, komm, jetzt gehen wir mal 5 Schritte nach vorn. Dann guckst du da runter und sagst, nee, da geht's nach unten. Gehe ich nicht hin. Ich bleibe hier auf meinem Berg. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf dem Berg der Menschlichkeit aber ganz oben auf der Spitze stehen, die ist bei 0,0 irgendwas Prozent. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wir am Fuße des Berges sind. Und dann macht es total Sinn, schon 5 schnelle Schritte mit dem Zukunftsforscher zu gehen, oder? Worauf ich euch hinweisen möchte, ist, dass die wichtigste Frage zum Vertrauen überhaupt noch nicht diskutiert wird. Die wichtigste Frage ist, vertraust du der Zukunft? Liebst du die Zukunft? Egal, wie sie wird. Und die Frage ist ein bisschen tricky. Warum? Weil wenn ihr jetzt sagt, nein, dann kommt das trotzdem. Vielleicht nicht zu 100%, vielleicht nur zu 90%, aber weder ihr noch ich haben die Macht, das zu ändern. Die einzige Macht, die wir haben, ist zu verhindern, dass wir uns selbst und unsere Familie und unser Unternehmen sich damit beschäftigen. Das können wir verhindern. Es wäre nur so unglaublich blöd. Und wenn du dann dahin kommst und sagst, ey, wie kann ich denn jetzt die Zukunft lieben? Wir müssen mal ein schönes Bild machen, Achtung. Wenn du da hinkommst und fragst, ja Mensch, wenn das so ist, dann will ich die Zukunft lieben, wie geht das? Dann zeige ich dir nochmal meine Kinder. Weil meine Kinder haben überhaupt kein Problem, die Zukunft zu lieben. Warum? Weil meine Kinder den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertrauen als ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und jetzt sagt ihr, naja, das ist ja logisch, die haben ja keine Erfahrung in der Vergangenheit. Stimmt. Das ist unser Problem in unserer Generation. Wir haben so viele Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass wir aufgehört haben, den Möglichkeiten der Zukunft mehr zu vertrauen. Und das ist verrückt. Weil in all unseren Vorgängergenerationen, immer wenn es Wachstum geben sollte, gab es ein Grundmotiv für Wachstum. Selbst in meiner Familie. Meine Großeltern, Nachkriegsgeneration, alles war kaputt in Deutschland. Was haben die gesagt? Was war ihre Motivation? Den Kindern soll es mal besser gehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben
das sage ich jetzt, die haben damals in moderne Technologie investiert, Unternehmen gebaut, damals waren Verbrennungsmotoren moderne Technologie, okay, haben da richtig viel Kraft und Geld reingesteckt und haben Wirtschaftswunder damit gemacht. Meine Großeltern. Komischer, und dann war alles gut. Und plötzlich kamen die 80er, 90er Jahre, meine Elterngeneration, und irgendwer muss irgendwann mal auf die Idee gekommen sein, zu sagen, ey, uns geht's jetzt so gut, warum soll es unseren Kindern jetzt noch besser gehen? Und komischerweise war genau das der Zeitpunkt, als das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen ist. Warum? Weil das Silicon Valley ein Auffangbecken für Menschen aus aller Welt ist, denen es zu Hause dreckig geht, die kommen dann mit dem Touristenvisum, versuchen Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitsvertrag und so weiter. Und die machen genau dasselbe, was meine Großeltern gemacht haben. Die nehmen neue Technologien, gehen da rein, bauen Unternehmen. Die neuen Technologien heißen nicht mehr Verbrennungsmotor, das ist jetzt Elektromotor und KI und so weiter, ja klar. Die machen genau dasselbe, was meine Großeltern machen. Warum? Um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bauen. In den letzten 5 Jahren sind auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen. Übrigens nicht die chinesischen Dörfer, denen geht's dreckig. Die Megacities. Warum? Weil da die Megacities in China bevölkert werden von Immigranten aus chinesischen Dörfern, die dahin gehen, denen es zu Hause dreckig geht, die dahin gehen und genau dasselbe machen, was meine Großeltern gemacht haben, nämlich KI, Technologie zu benutzen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bauen. Und wir Europäer, 300 Millionen Menschen unter 8 Milliarden, denken, wir sollten das verhindern. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also, dass wir glauben, dass das gehen würde, ist verrückt. Dass jemand verhindern will, das ist eure Sache, aber dass wir glauben, dass das irgendwie realistisch ist, das ist echt verrückt. Meine letzte Bitte an euch, mein letztes Wort sozusagen, ist, bitte, wir reden über Vertrauen, wir reden über the power of trust. Vertraut den Möglichkeiten der Zukunft mehr als euren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr die Zukunftsplanung eurer Unternehmen anders machen als bisher. Ihr werdet nicht die Gegenwart analysieren und dann fragen, oh, Benchmarking, wie gut bin ich, wie schlecht bin ich und dann, oh, was ist mein nächster Schritt, um ein bisschen besser zu werden? Da kommst du direkt auf so eine blaue Linie. Nein, Unternehmen, die den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertrauen, machen als erstes eine Zukunftsanalyse. Die fragen sich als erstes, wie sieht es in 5 Jahren aus in meiner Branche? Als zweites fragen sich, wie kann ich am meisten wachsen? Wo grinse ich am meisten? Und dann kommt der Trick. Der Trick heißt, wenn du weißt, wo du in 5 Jahren sein willst, frag dich nicht, was du im nächsten halben Jahr machen wirst. Frag dich, was du im letzten halben Jahr, also im Jahr 4,5 bis 5 gemacht hast. Und dann im Jahr 4 bis 4,5 und so weiter, du rechnest zurück. In der Wissenschaft heißt das Backcasting. Habe ich mir nicht ausgedacht, kannst du studieren seit letztem Jahrhundert an diesen Universitäten der Welt. Und plötzlich kommst du auf eine Strategie, die sieht so aus. Wie macht ihr eure Zukunftsplanung? Wenn ihr anfangt mit einer Gegenwartsanalyse, habt ihr jetzt in dieser Sekunde die Entscheidung getroffen, dass die nicht zukunftssicher ist. Dass ihr den Erfahrungen aus der Vergangenheit mehr vertraut als den Möglichkeiten in der Zukunft. Macht's einfach anders. Die anderen machen es doch auch. Vielen Dank.